Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS22 Team Projekt. Jo, zusammen mit Chris. Und wir sind wir noch immer, oder ich bin noch immer beim Fressen. Sein, glaube ich, noch ein paar Ballen da. Drei Bahnen sind jetzt. Einmal voll geworden. Was? So ein neues Fass ist jetzt endlich mal einmal voll geworden. Dauert das so lang. Oh, die Jahre. Und die Jahre sind immer nur drüben. Zum Beispiel muss jetzt auch nur noch eine Bahn ziehen. Ist ja auch fertig. Ich nehme jetzt den Badewagen an. Da muss er ziehen, der Möffen. Mit 32 Kubik Wasser drin. Ja. Hat da ein bisschen was zu tun. Enge Geschichte, aber es geht. So, die vorletzte Bahn. Dann ist das erste Feld fertig gepresst. Was? Na gut, das andere ist ja noch viel. Ja, das andere muss ich noch. Theoretisch auch den unteren Teil, der nicht so steil ist, eventuell auch umführen. So als Feld dann quasi. Soll ich jetzt zuerst abwickeln, aufsammeln oder soll ich dann direkt wieder weiter mingen? Nee, mähen auf jeden Fall nicht mehr. Press erstmal fertig und dann einsammeln. Ja. So, dann fahr ich einmal auf den Hof. Und hol am. Oh, ist der Wickler am Hof schon oder ist er noch beim Händler? Den kannst du eh ne anhängen. Den müssen wir jetzt. Du musst erstmal einsammeln. Weil ich hätte jetzt erstmal. Den Sammler Money. Press hat erstmal alles. Also das andere, was ich gemäht habe, auch vom anderen Feld. Ja. Oh ja, mach ich. Aber mehr braucht man auf jeden Fall nichts mehr. Achso, was hast du jetzt den anderen genommen? Naja. Einfach, ein Ding braucht man auf jeden Fall schon mal nichts mehr. Wenn wir jetzt wieder bei Zeiten eh dann hexen höchstwahrscheinlich. Ja, dann krieg ich mehr von dort auch noch Silage. Ja, und so viel brauchen die eh nicht. Ja, denke ich, wir sollten eigentlich easy bis zum nächsten Herbst durchkommen. Diesen Trigger da zu finden, dass er. Nee, doch nicht. Was erkaufst du gerade? Oder erkaufst du gerade? Ich weiß so Wasser. Aber der möchte den Trigger nicht erkennen. Das ist jetzt nochmal voll geworden, das heißt, es hat jetzt um 20.000 wieder Hafer geben.
es soll auf jeden Fall schon mal ein bisschen was am Weg geben. Hm. 20.000 bitte. Also auf unserer Farm oder auf unserem Industriegebiet wird uns nie langweilig. Wenn einem langweilig werden sollte, kann er Paletten fahren. Oder Gewächshäuser auffüllen oder sauber machen die Maschinen. Reparieren. Ja. Oder die Produktion gucken. Ich glaube, da haben es Matthias und Dingscher schwieriger. Setze den gleich aufs nächste Feld ein bisschen. Ja, meine Spatterfrage aus dann. Also jetzt eigentlich Geld, was wir dazu bekommen, aber einerseits sparen wir uns dann noch Dünger. Schon die ersten Liter, schon die ersten 50 Liter Milch. Mhm. Ja, ja, jetzt geht's einmal da schön noch Dings wickeln, pressen da hin und dann schauen wir. Hast die ersten 1000 Liter Mehl sind auch schon da. Läuft auf jeden Fall bei uns. Mhm. Das Ding ist aber, das scheiß Hafer, das so schnell produzieren, ist so krass, Alter. Ich dachte gerade, unser Ding ist, oh Gott, wie das so aussieht. Von Mais. Also in der Steigung mit der Presse hinten dran hat ein bisschen was zu tun. 6 km/h. Ja. 7. Jetzt geht's wieder. 10 km/h. Wie schnell ist echt 42 da hochgefahren mit dem Mähwerk? 20 km/h. Ja, gut, aber die Presse ist auch schon mal schwerer. Ich frage mich echt, wie Justin darauf gekommen ist, dass wir den Industriegebiet gebaut haben. Was haben sie gemacht? Wie sie darauf gekommen sind, dass wir ein Industriegebiet gebaut haben. Das ist ein ganz normaler Hof. Weiß ich nicht, die haben nur so einen komischen, schiefen Hof gebaut. Ein paar Maschinen, Leute. Wie schwören sie jetzt, dass wir so viele Maschinen haben? Und dafür kaufen sie 100 Hektar Feld. Ganz ehrlich, das müssen wir sowieso nicht lang bei denen im Besitz bleiben, weil es einfach keinen Bock haben, das zu melden aus der Dämme. Geschweige denn einzufahren. Weil mit den Maschinen, wo die haben, sind die PS-Klassen. Und die safe keinen Bock haben. Weil die haben Butterfly.
einen Kuhn. Und dann noch, hier ist eine Krone Dreiachse. Eine Glas Dreiachse. Wenn ihr auf den hängen, keinen Bock haben. Ja, keine Ahnung, was jetzt weiter machen. Wir machen unser Ding. Was ist das? Jo. Wir müssen so schnell wie möglich dann versuchen, dass wir unsere Zuckerrüben runterbekommen. Dann machen wir daraus Zuckerrübenschnitzel und dann können wir. Zucker. Mhm. Weil das ist dann wahrscheinlich. Obwohl Milch wahrscheinlich auch noch uns am meisten auffällt. Ja, nächsten Aufnahmesession oder wenn der Gyni wieder da ist. Ja, da geht's dann aber rüber. Aber produktiv dann. Dann sind drei Leute am Arbeiten. Also einer um die Ballen dann kümmern. Mhm, jetzt ist eh gleich bald fertig gewickelt. Gepresst meine. Ich werde wahrscheinlich dann weiter um die Ding kümmern. Um die Felder. Dass die abgeben können. Wo wir abernten können. Das sind mittlerweile nur noch zwei. Ich finde voll schade, dass man mit dem Traktor keine Autos mehr überholen kann. Ich finde voll schade. Weil es jetzt so schnell sein. Mal die erste Palette hier mit 1000 Liter. Okay, die Erdbeeren fällt aber schon auf. Das Ding ist, wir müssen halt jetzt zwei Dinge halt immer schön aufteilen. Die ganzen Produkte, die wir haben. Mhm. Ja, zwei. Wie viele Beine sind da runtergekommen, Alter? Im einen Feld. Ist ja krank. Also, ja, sollte schon mal reichen, glaube ich. Bist du schon am Einsammeln? Na, ich bin jetzt gerade fertig geworden vom Pressen. Also, so ist es. Jetzt fahre ich am laufenden Hof. Drei Paletten Honig. Geht eh schnell. Ja, wir haben ja einige Dinge. 14. Von den großen Hinweisen. Die tue ich immer in so Dreier-Pakete dann stapeln. Mhm. Die schön aufs Auto verladen oder auf den anderen. Ja, na, können wir es gleich im Weg transportieren. Ah, das damische Fass hast du gekauft. Da hat er ein bisschen was zu tun, der MFMF. 32 Kubik halt. Waschen, ne, Kollege. Was? Waschen. Ja, ich such gerade ein Ding, der ist da hinten irgendwo. Bei der Werkstatt. Hab ich schon gesehen. Stellen wir den wieder schön in die Halle rein. Und dann passt das.
nicht wundern, dass da der Futtermischer immer steht. Der steht jetzt im Gutteil drin. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung durch, schreibt einen netten Kommentar. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ja.